Hallo und willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Ja, hier mit mir den Pyrus, Leute. Und ich habe wunderbare Neuigkeiten. Es war eigentlich eine dumme Idee, dass ich das so eingestellt habe, wie ich es mit gemacht habe mit Outer City und so. Ich mache es dann doch lieber so ganz, ganz klassisch. Und sag, jetzt bin ich, das Spiel ruckelt wieder, ist ja doof. Nee. Aber irgendwie, seitdem es einmal geruckelt hat, ne? Bin ich irgendwie ein bisschen paranoid geworden, was das Game angeht. Gut, irgendwie immer so, ruckelt das? Ruckelt das? Ruckelt das? Ruckelt das jetzt? Okay, aber ein anderes Problem ist, wieso ist das jetzt wieder... Ah, sag nicht, wir haben wieder unsere Ruckelorgie hier, bitte. Oh Mensch. Was ist denn da wieder los? Geht das jetzt oder? Oh Gott, ich hasse dieses Spiel manchmal. Ich weiß auch nicht, woran es jetzt wieder liegt. Ich habe eigentlich das Programm entfernt, was das Ruckeln. Gucken, würde es jetzt gehen? Oh Gott, es tut mir leid. Red Dead ist so ein bisschen komisch. Red Dead ist komisch. So, ich hab's mal anders gemacht. Genau, dann sieht es besser. Ja doch, also jetzt läuft's nochmal. Jetzt läuft's nochmal. Ah Mensch, es tut mir leid. Ah, jetzt mache ich meine Aufnahme. Ich will dann aber die Aufnahme auch nicht stoppen. Ich jetzt dann wieder anfängt, wenn ich auch nochmal stoppe. Wohl, gerade wenn ich wieder reite, ruhig ist doch bestimmt wieder. Ach bitte, Leute. Ach Spiel. Tu es mir doch nicht an. Gut. Wo wollen wir hinreiten? Genau, wir wollten, ich will dahin reiten. Genau, ich wollte was erzählen. Gut. Ja, es geht aber mit, also gut. Gut. Genau, das City war eine dumme Idee, weil da kamen die Videos wieder weniger. Und eigentlich wollte ich ja nicht, dass die Videos weniger kommen. Das Gute natürlich ist Resident Evil und Doom war schon durch. Doom Eternal. Und ja, Oblivion und andere sind ein bisschen leider. Leider ein bisschen. Ach Gott, das ist doof. Aber ich habe wieder neue. Ich werde hier ins alte Muster zurückkehren, denn das ist für mich keine Lösung. Das Problem ist auch immer, wenn man auf YouTube was ausprobiert, dann kann es ganz schnell mal dazu kommen, dass es auf einmal hier ein Stillstand ist. Und das soll ja eigentlich mit YouTube nicht passieren. Warte nochmal, bitte ganz kurz, dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Sorry, musste ich nochmal ganz... Ja, ich wollte ganz ehrlich zweimal das Spiel auf Full zu haben, ist ein bisschen scheiße. Weil ich hatte eben das, Red Dead Redemption 2 auch auf groß auf dem Aufnahme, wenn das Sommer auf groß hat, irritiert das. Aber gut, jetzt sind wir ja wieder hier aktuell und das Spiel geht ja jetzt. Hoffentlich. Ja, was soll ich mal erklären? Ich wollte mal ganz kurz was dazu sagen, dass das für mich keine Lösung war mit Outer City, denn dann jetzt kommen jetzt weniger Videos und das bringt ja irgendwie auch nichts. Und ich habe wunderschöne Einstellungen gefunden. Ja, die neuen OBS-Einstellungen, die neuen OBS-Filter. Und ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass ich da noch ein bisschen Feintuning brauche. Also, ich würde sagen, ich habe es jetzt so eingestellt, dass es passt. Würde ich persönlich sagen, aber ich glaube, noch ein bisschen Feintuning könnt ihr dazu gönnen. Aber natürlich könnt ihr mir sowas auch in die Kommentare schreiben. Ja, müssen wir mal gucken. So, auf jeden Fall reiten wir dann jetzt mal dahin und ja. Ja, so viel dazu. Dass zum Glück ist es beim... Ja, genau, das wollte ich auch wissen. Nee, das interessiert mir den Scheißdreck. Schwanley? Okay. Die Kunst der Konversation. Bin sehr gespannt. Ja, und deswegen, man will sich verbessern, aber verbessern heißt manchmal auch leider ein bisschen Rückschläge in Kauf nehmen zu müssen. Das war jetzt ja wieder ein kleiner. Das ist ein bisschen doof, aber ich will mich mal wieder verbessern. Will ich tatsächlich. Darum momentan auch wenig neue Projekte. Wo ich momentan auch ein bisschen schwer tun, neue Projekte wieder anzufangen. Ich weiß, ich habe Final Fantasy 7 Remake hier. Ich habe es sogar hier vor mir liegen. Ich habe nicht mal irgendwas gedrückt und das Spiel öffnet das Inventar. Das ist natürlich sehr, sehr schön.
Ja. Wir müssen dann mal gucken. Wie ist denn prinzipiell dann? Oh, achso, oh Gott, hier sind wir wieder. Bei dem Lager. Wir erinnern uns. Ne, das Lager wurde ja. Wurde ja abgefackelt. Von diesem Indianer. Wie ist denn das? War das fliegende Adler? Oder fallender Regen? Ich glaube, es war fallender Regen. Aber fliegende Adler war der Junge, ne? Der junge Indianer. Ich hab, oh, ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Na gut. Deswegen. Ich saß auch eben eine Stunde hier dran, um das alles wieder zu fixen, um das alles wieder neu anzustellen. Es tut mir leid. Videos kommen natürlich weiterhin. Vielleicht werde ich ein bisschen. Vielleicht kriegt ihr ein bisschen mehr Doom Eternal und Resident Evil. Vielleicht mache ich da irgendwie sowas. Ich bin auch, bin da echt noch ein bisschen am Überlegen, weil Black Mirror habe ich. Black Mirror kann ich noch rendern. Da bin ich am Überlegen, wie ich das mache. Vielleicht mache ich ein bisschen mehr Resident Evil, ein bisschen mehr Black Mirror, ein bisschen mehr Doom. Das Beispiel ja durch, das heißt, das ist egal. Und ob sie ein bisschen früher, ein bisschen später enden, ist dann auch mal egal. Na, dann machen wir danach wieder regelmäßig weiter. Und da will ich ja hin, ne? Es geht ja alles um die Regelmäßigkeit und ich muss jetzt auch mal wirklich, regelmäßiger werden. Ist ein Ziel. Lass mich jetzt einhalten, bitte. Ja, es tut mir leid. Ich würde so gern. Ich würde so gern regelmäßiger werden. So regelmäßiger Videos bringen, aber. Ist manchmal auch nicht so einfach. Besonders in der jetzigen Zeit nicht. Also, gerade denn je, weil ich. Ja. Ne, Corona. Macht Homeoffice und so. Und da wollen wir dabei hingehen. Ja, du trittst mich jetzt. Oh Gott, zum Glück. Okay, this lucky bucket. This is one. All right, let's see what you got for me. I said I called this spot, partner. Gone. Get out, will you? Hey, ich wollte nur gucken. All right, take it easy. Oh, Mensch. Das ist übelst interessiert. Ich wollte nur mit dir quatschen. Aber wie misstrauisch die sind, ne? Too hard for me now. Get out of there. Come on. Another little bit of nothing. Well, that's okay. Wonder? And shake and what's that? Yeah. Nichts. Ach komm, ey. Bringt sowieso nichts, ich mach's nicht. Bringt uns sowieso nichts, weil. Ah, wir haben genug Geld. Wenn er Glück hat, dann gönnen wir es ihm. Don't take it hard, friend. You'll be alright. Well, bye. Goldsucher, weißt du? Ja. Aber ich kann schon verstehen, ne? Er ist misstrauisch, kann ich verstehen. Und als es dunkel ist und ich da mit dem, und ich nachher hier mit zwei Revolver und so, ne? Kann ich schon nachvollziehen. Man weiß ja auch nie, wer das ist, ne? Ah. Wäre irgendwie schade gewesen, dass ich dachte so, oh komm, kannst du so zugucken? Ich wollte eigentlich nur die Animationen gucken, weil die jetzt wieder ausschrauben. Ja gut, da hab ich ganz kurz dran gedacht. Ist nicht, ist es nicht. Oh Gott, hier ist doch die. Okay. Hier ist die Wohnung des Jägers, ne? Ehemaligen Jägers, glaube ich, oder? Warte mal. Geh mal rein. Doch. Ach Mensch, wie ist denn der Veteran hier? Der Veteran, wie ist der? Ich kann aber wie der hieß. Ihr wisst schon.
Was hat denn der hier dann gehabt? Ach Mensch, es ist voll schade, dass er tot ist. Er war voll cool, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass alle die Guten gehen halt immer als erstes drauf, ne? Er war halt voll cool, ne? Er war voll nett und lustig. Aber ja, so ist es. Was steht denn da? Ambarino? Was ist denn Ambarino? Oh ja, warte, das interessiert mich. Kann man denn hier hoch? Was ist denn ein Ambarino? Ja, vielleicht können wir uns hier ein bisschen hochkraxeln, kann das sein? Vorsichtig. Mist, pass auf, weil jetzt kein Zug kommt. Bei meinem Glück kommt gleich ein Zug. Was ist denn hier Ambarino? Hallo? Also ist auf jeden Fall nichts Besonderes. Wenn man sich das jetzt hier auf den ersten Blick anguckt. Obwohl vielleicht in Umfeld ist drin was. Muss denn was sein? Ups. Ah, hier war mal ein Versteck. Ja gut, schützt jetzt vielleicht nicht so krass vor Regen, aber ist immer noch besser als gar nichts. Toll. Nice. Hübsches Versteck. Gar nicht mal übel. Gar nicht mal so übel. Kann ich mir ein bisschen drunter sliden? Ein bisschen. Sliden sieht vielleicht meistens ein bisschen cooler aus, aber komm. Wir lassen das mal durchgehen. Bin da gar nicht so. Ah, gesucht. Tot oder lebendig. Ja, ja. Was ist denn los? Oh Gott, das ist ein Bär. Da ist ein Bär. Ich hab ihn gehört. Ja, weil ich so bärenstark jetzt aber nicht bin. Ich habe ja auch nichts von Bärenmarke getrunken. Okay. Entschuldigung. Das war jetzt vielleicht kein guter Witz. Gut. Nee, darunter. Nee, eher nicht so. Hier nach oben. Ja.
So. Aber ich habe auf jeden Fall mal geguckt, auch wenn ich auch mal ein bisschen lauter rede, dass es nur den gelben Bereich noch anhat. Ne? Also der rote ist gar nicht mehr. Rot ist ja immer übersteuern. Und ich habe mich auch daran gehalten, dass es nicht übersteuert. Und ich hoffe mal, es übersteuert auch nicht. Ich hoffe es. Ich bin ja immer so ein bisschen in neuer Aufnahmesituation drin. Ne? Ich wollte warum überlegen, ein neues Spiel aufzunehmen. Weil es immer am besten ist, ein neues Spiel kannst du am besten gleich jetzt mal werfen, wenn es hat nicht geklappt, dann drückst du auf ein neues Spiel. Aber. Ich wollte jetzt auch nicht Final Fantasy 7 Remake als Aufnahmeprobe anfangen. Und immer und so tun. Am Ende des Tages. Gila Dam, alright? Alright. You ain't leaving right now, are you? Just making sure we got a plan. You never know how these things are gonna turn out. I'm trying to look out for the boy. Danke fürs Wegschubsen. And you? Working on it. Let's keep talking. Können wir jetzt mit ihr reden, oder wie? Never better. Dutch. You're breaking his heart. You know that. Did he tell you to say this to me, friend? No. But I know. Dutch, and that fool at his ear, they're gonna kill every last one of us. I see that now. Leider hat er auch recht. Na gut, mal gucken, was er da lieber Trawnley von uns will. Josiah. Genau. Die Kunst der Konversation. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. But I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. Go with my blessing. Thank you, Arthur. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Sir. How are you? A little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Ich glaube nicht, dass sie was Gutes, dass sie wollen, dass... die Frieden wollen, aber ich hoffe es für die. Ich würde ihnen das so gönnen. Gerade weil das ja richtig, die Indianer sind ja richtig, die sind ja richtig nette. Aber hier hat man nämlich das... Ja, war fallender Regen. Okay, dann war ein fliegender Adler. Ain't a problem.
Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch shouldn't have gotten involved, and now Eagle Flies is under arrest. It certainly won't help our case today. I will find a way to help him. I promise you. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Boah, das hoffe ich auch für euch. Ich habe immer wieder hier auch das Gefühl, dass die Menschen, die es hier am besten meinen, eigentlich immer das helleste Schicksal bekommen. Das ist einfach... Ach ja, es ist so wie nur ein Kampf gegen Windmühlen, was wir gerade was wir gerade kämpfen. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und ich hoffe, dass die auch gewinnen können. Und das wäre schön. Aber irgendwie bezweifle ich das. So tolle Leute, ich finde die so toll und die Indianer, aber naja. Da werden wir nachher auch, um Indianer mal zu sagen, wenn wir nachher in der Assassin's Creed 3 auch noch einige Sachen sehen. Auch mit Indianern. Ist ja toll. Auch Amerika. Das wird großartig. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich weiß, dass das schon einige wünschen, aber wir machen die Reihe ganz gut. Hallo, na, wie geht's? Kann ich helfen? Und keine Fremdsprache verwenden, hoffentlich. Nie eine Fremdsprache verwenden bei solchen Verhandlungen. Sonst können die denken, dass ihr noch was vorhabt. Gott, ich bin ich mit Fetti auch mal an. Genau. Also schon gerade geparkt, nicht so quer. Hallo. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Hmm. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Yeah. Listen, Mr. Chief. Yeah. Yes, Mr. I can't say that silly name, is it? In English, they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made. Causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... You okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said... Are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, Rains' fault. Exactly. Chief Rains, the thing it's quite is a cough. Federal government. Sure. Wait here. Situation. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you.
Aber irgendwie traue ich dem Braten nicht. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors, the man who missed a battle. Poor Monroe. Kind of liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. So? I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall. Get off me. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Okay, ja, ja. Ach du Scheiße. Okay, schön cool bleiben. Schön cool bleiben, Leute. Schön cool bleiben. Ja, fangt ihn! Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh Gott. Nein, aua. Oh Gott, Baum. Nein, doch, kein Baum. Okay, ich dachte eben, ich krieg Baum. Ich will keinen Baum. Welche war denn gut? Scheiße. Welche war von den 1000 Gewinnern gut? Ich glaube, die war gut, oder? Ja. 14 Schuss. Ich sag mal, die ist gut. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, jetzt kommt wieder das Ziel zum Einsatz hier. Ihr wisst ja auch, ne? Ich bin ja Meisterschütze, das habe ich ja mit mir bewiesen. Sehe ich mich nicht. Ich glaube, die war ganz gut. Ich glaube, das war eine gute. Ich habe keine Ahnung. Aber nur 1000 Dinger. Das sind mir ganz cool, wenn die wegräumen könnte. Und nur die, die man braucht, weil ich kann nicht mal mit 11 Gewehre mit rumtragen. Also, was? Sie was beschützen? Okay. Laufen? Laufen? Laufen, ja. Oh, ein bisschen joggen! Ein bisschen joggen! Ah, Gott. Ach, Leute, was ist heute mit mir wieder los? Ich kann auch wenig zielen, ne? Ich kann auch einfach wenig zielen. Das ist ja schon wieder schön, ey. Ich kann auch einfach wenig zielen. Ich kann wieder zielen. Bam! Ist er weiter? Müssen wir noch gehen, die nicht weiter. Behind us? Behind us? Behind uns! Nein! Nein, 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 nein! Ich möchte nicht erschossen werden. Das ist mal so endgültig. Ich bin nicht für Sterben, das ist mal so endgültig. Tut mir leid. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, nein, 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 nein. So, der ist tot. Ah, komm, 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 wo bist du? Oh Gott. Oh nein, 2, 2, 2. Ach Gott, nein. Nein, bleib stehen, oh Scheiße. Ja. Oh Gott, wie scheiße schieße ich denn? Gott, schieße ich den Müll zusammen. Der ist endlich der Tod. Und wenn ich mal eben mal was sie laufen. Das ist selten.
Auf zu zucken. Danke. Ja. So ist das mit der Goldene. Das ist mit der Goldene. Ich hätte die auch mal so einer markanten Farbe machen müssen. Hätte ich auch gewusst, welches Gewehr gut ist. Bei der Rolle habe ich irgendwie dann gedacht. Ja, oh, die ist gerade ganz gut. Irgendwie liegt mir die gerade besser. Gleich bleibt gerade bei meiner Revolver. Irgendwie liegt mir das gerade besser. Oder? Ja, wir haben super. Ja, doch. Wo ist denn der da? Scheiße, ich muss nachladen. Ich hasse. Was nach? Ja, gut, der ist auch tot. Okay, komm hoch. Ja, genau. Gut, da können wir auch lang. Okay, muss jetzt auch gegen den Baum rennen. gut, ja. Charles, Noch mehr? Ach, nee. Ich will gerne mit dem Kern schießen. Hi. Oh Gott, so. Alle drei tot. Achso. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talk. They was gonna have you hang for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to San Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet me at the reservation. Hmm? Morgan! Are you okay? Yeah. Never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid, and my daddy, well, I watched him die, and it weren't soon enough.
My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Sister. Ach Gott. Patty, nice to see you. Wird bezahlen? Glad to see you on the up and up. Nee, wir haben nix. Boah, ja. Ja, Arthur. Arthur stirbt. Irgendwie der Sohn des Königs Charles möchte sprechen. Ja, irgendwie hart. Aber ja, nur weil wir einen Mann zusammengeschlagen haben. Es ist einfach so krass, dass das Spiel halt darauf aufbaut. Weißt du, eine Tat, weißt du, wir haben so viele Menschen getötet, aber diese eine Tat baut das ganze Spiel auf. Wir schlagen jemanden zusammen, kriegen daraufhin Tuberkulose und ey, es ist so krass. Ja, eine falsche Entscheidung. Das Leben hat ihn sozusagen bestraft. Naja, gut. Aber ich würde sagen, für heute... Heute reicht es. Beim nächsten Mal mache ich weiter hier mit Let's Play. Red Dead Redemption 2. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, die neuen Aufnahmeeinstellungen haben alle gut geklappt. Ich werde gleich nachgucken. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Pyrus. Tschüssi.